Sie lassen sich mit der Thermik den Geruch der toten Beute zutragen, um sie dann gezielt mit Hilfe ihres feinen Geruchssinns aufzusuchen. Die Büffelkuh hat die Nacht nicht überlebt. Bereits bei Sonnenaufgang sind die Warane zur Stelle. Jetzt sind auch die Großen vor Ort. Alle paar Tage verendet zu dieser Jahreszeit ein Wasserbüffel. Die Komodo-Warane müssen sich jetzt Substanz anfressen, denn in der Regenzeit kommen sie nicht mehr so leicht an Nahrung. Die kleineren Warane, wie der Vierjährige, halten sich im Hintergrund und hoffen, dass noch etwas für sie abfällt. Nur vorsichtig wagen sie sich zwischen den Großen an den toten Büffel. Der Umstand, dass die Trockenzeit immer länger wird und es in der Regenzeit immer weniger Niederschläge gibt, ist nur vordergründig ein Vorteil für die Komodo-Warane. Denn die Wasserbüffel kommen damit offensichtlich nicht zurecht. Immer mehr werden, geschwächt durch Wassermangel und karge Nahrung, krank und sterben. Das bringt zwar den Waranen im Moment viel zu fressen, aber wovon sollen sie sich in Zukunft ernähren, wenn es immer weniger Wasserbüffel gibt? Sind die Großen satt, kommen die Kleinen an die Reihe. Bei so einem Büffel bleibt fast immer etwas für sie übrig. Und sie haben Glück, dass hier keine Wildschweine auftauchen. Denn sonst kämen sie nicht zum Zug. Im Dezember beginnt die Regenzeit im Komodo-Nationalpark.